Hallo. Hallo. Ich mache gerade Courgette Lebamja für dich. Thomas, was? Ach, Courgette Lebamja. Das ist aber lieb von dir, danke. Du hast kalte Hände. Hast du jemanden getroffen? Nein, wen sollte ich denn treffen? Kai, Raul oder vielleicht Mischa? Mischa? Wie kommst du jetzt auf Mischa? Du bist immer noch sauer wegen der Hochzeitsreise. Nee. Ich hatte mir das nur so schön vorgestellt, wir drei. Aber irgendwo ganz in der Nähe ist auch toll. Hauptsache, wir sind zusammen. Weißt du was? Ich koche jetzt die Okraschoten und dann machen wir es uns so richtig gemütlich, hm? Weißt du, ich habe gar keinen Hunger. Ich gehe lieber schlafen. Hallo Raul, hast du meine SMS bekommen? Würde ich dich sonst zurückrufen? Ich bin gerade auf dem Weg zu Yasemin ins Krankenhaus. Vielleicht kommt sie ja heute raus. Aha. Ich mach das schon, Schatz. Sag mal, könntest du die Möbel für 2 Stunden übernehmen? Kommt drauf an, wann. Tu so gegen die Mittagszeit. Ich muss nämlich mit dem Auto in die Stadt fahren. Sie haben nämlich endlich die 14er Spezialdöbel. Aber um 5 muss ich zum Röntgen, wegen meinem Fuß. Vielleicht kriege ich den Gips ab. Okay. Ja gut, dann rufe ich dich einfach nochmal an und grüß mich Yasemin, ja? Alles klar, ciao. Okay, ciao. So, du sag mal, du hast doch erst heute Nachmittag Unterricht. Könntest du Bruno zu Frau Schwarzenbeck bringen? Ja klar, kann ich machen. Super. Du, was ich dir noch sagen wollte, ich finde es eine gute Idee mit dem Bauernhof. Die Karibik, die läuft uns ja nicht davon. Siehst du, hast du recht. Also, tschüss, mein Schatz, bis später. Bis später. Von mir aus kannst du schwul bleiben. Werd doch glücklich mit deinem Mischa. Aber eins ist klar. Bruno gehört mir. Und, wie sieht's aus? Ich meine, wir können uns schon heute treffen. Ich muss sowieso nachher in die Stadt Material für meine Regale besorgen. Dann hätten wir 1-2 Stunden für uns. Gerade heute haben mich die Bären für Vertretungsstunden eingeteilt. Ich komme da nicht weg. Mein Auto ist in der Werkstatt, ich kann noch nicht rausfahren. Was ist denn mit... Hallo. Hallo. Darfst du vielleicht was sein? Ja, gerne. Ich hätte einen von vielen Traum gern. Die hier? Ja. Die sind im Angebot. Sehr schön. Sie wohnen auch hier im Marienhof? Ja, aber erst seit 3 Monaten. Ah, ich auch erst seit kurzem. Ach so? Ja. Hier oben. Ich bin gerade eingezogen. Ah, nett. Ja, ist schön. Oh, Entschuldigung, ich muss weg. Ali, warte doch mal. Moment mal, was ist denn mit dem Traum? Ja, ich mach das. Hier, geht so. Ich verstehe das nicht. Ich hab da doch den Autoschlüssel eingepackt. Nimm doch einfach mein Fahrrad, du kriegst um die Zeit sowieso keinen Parkplatz. Ja, aber dann schaffe ich die Großeinkäufe nicht mehr auf dem Rückweg. Egal. Ruf mich einfach dann an. Vielleicht habe ich ihn in der Zwischenzeit gefunden. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ich finde den verdammten Bremsschlauch. Na, wer sagt's denn? Zwischen Brunos Spielsachen. Oh Gott, ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Und dann schaffe ich ihn noch den Großeinkauf. Warte, ich krieg's noch nicht. Raul, ich komme gleich, ja? Ich fahr mit. Wie? Ich dachte, du hast Großeinkäufe. Ja, du könntest mich beim Hallenbad rauslassen. Dann kann ich ein Anmeldeformular für Brunos Kinderschwimmkurs holen. Okay, komm mit. Herr Fechner, wir haben es furchtbar eilig. Ja, ich will Sie ja auch gar nicht lange aufhalten. Jedenfalls wollte ich sagen, man sollte die ganze Nachbarschaft mobilisieren.
abends abwechselnd durch die Straßen zu patrouillieren. Vielleicht ertappen wir ja den mysteriösen Reifenstecher auf frischer Tat. Also, Augen auf. Hm? Weiß man denn schon, wer hinter dieser Reifenstecherei steckt? Nein, ich habe es ja auch gerade erst von Carlos Garcia erfahren. Sagen Sie mal, ist man da eigentlich versichert? Herr Fächer, ich weiß es nicht, aber bitte, danke für Ihre Hilfe, wir haben es eilig, ja? Danke. Sag mal, was denkst du, sollte ich meinem Laden gleich einen Neuanstrich verpassen, wenn ich sowieso schon alles umräume? Ach, weißt du, mach doch, wie du denkst. Wieso denn? Halt doch mal bitte an. Was willst du denn? Ich hab mein Handy vergessen. Oh. Scheiße, was ist das denn? Was denn? Die Bremsen gehen nicht. Scheiße. Mann. Was ist geschehen? Naja, fast nicht so. Gott, wenn wir schon auf der Autobahn gewesen wären, dann hätten wir jetzt... Komm jetzt mal den Teufel nicht an die Wand. Der Wagen steht drüben, gegenüber von der Haustür. Gut, und du sagst, es war ein Marderbiss? Ja, sah zumindest so aus. Also wie gesagt, ich habe Bremsflüssigkeit gemacht, Bremsschläuche erneuert. Sieht alles wieder top aus, hast echt Glück gehabt. Na, prima. Ja? Also, ciao. Ciao. Bruno schläft. Super. Charlotte hat gesagt, es wäre ein Marderbiss gewesen. Gott sei Dank ist uns das nicht auf der Autobahn passiert. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn dir was zustoßen würde. Mir passiert schon nichts. Dann hätte Bruno nur noch mich. Und mir würden sie ihn wahrscheinlich wegnehmen und in irgendeine Pflegefamilie geben. Oder sogar ins Heim. Du meinst, wenn mir was passiert, dann darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sylo, ich sollte Bruno so schnell wie möglich adoptieren. Hm? Ich wollte Bruno absichern, aber vielleicht geht das alles zu weit. Nein, das... Ich meine, du bist seine Mutter, du kümmerst dich um ihn, das macht Sinn, dass du ihn adoptierst. Aber? Hey! Hallo. Wie geht es dir? Wie geht's dem Baby? Alles gut. Ja, ich dachte, die entlassen dich morgen aus dem Krankenhaus. Wie sieht's aus? Habt ihr Hunger? Und wie? Ja, kommt rein, setzt euch hin. Wir feiern mit einer Riesenportion Baklava. Danke. Komm. Fertig gemacht, ne? Bist verdammt gut. In Kondition. Oh, hab ich doch den. Das will ich auch hoffen. Gibst du mir bitte ein Isotrink? Ja, klar. Was denn los? Bist du so kaputt? Nee, ich war gerade im Gedanken. Worüber? Ach du, wird heute ein stressiger Tag. Ich muss beim Jugendamt anrufen. Beim Jugendamt? Was machst du denn beim Jugendamt? Nur ein Beratungstermin. Constanze möchte doch Bruno adoptieren. Und darauf lässt du dich ein. Ist dir klar, was das bedeutet? Ja, klar weiß ich das. Bruno hat endlich mal eine Mutter. Danke sehr. Micha, stell dir mal vor, mir wäre gestern was passiert. So ist wenigstens mein Sohn abgesichert. Ja, das verstehe ich schon, ja. Aber das bedeutet auch noch was anderes. Du teilst damit das Sorgerecht mit Constanze. Damit bist du noch mehr an sie gebunden und sie kann überall reinquatschen. Ist es das, was du willst? Micha, jetzt sei mal schön vorsichtig. Du redest von meiner Frau. Ich habe sie geheiratet und ich vertraue ihr. Gut, dann stimm der Adoption zu, wenn du meinst, dass das Beste ist für dich. Sag mal, was soll denn das? Micha, jetzt warte doch mal. Warte! Micha, es gibt Wichtigeres. Es geht hier nicht um mich. Es geht um meinen Sohn. Ja. Schon klar. Mann, bist du eine Zicke. Schwarzenbeck, dann nehmen wir Bruno mit hoch zum Zähneputzen und dann können Sie ihn mitnehmen, ja? Bruno, kommst du? Komm, Bruno. Ich finde, Bruno hat sich richtig gut entwickelt. Findest du? Ja. Ja, ganz der Vater eben. Nein, Constanze kümmert sich auch hervorragend um Bruno. Ja. Weißt du was, ich glaube, das ist richtig, dass ihr jetzt einfach eine Familie seid. Es tut ihm gut. Constanze möchte Bruno adoptieren. Ja, das ist eine gute Idee. Findest du? Ja, finde ich. Weißt du, er braucht eine Mutter. Und ich denke, Constanze ist eine gute Mutter. Aber du bist ja nicht ganz sicher, oder?
Eigentlich schon, weißt du, es ist einfach nur keine so leichte Entscheidung nach all dem, was früher mal war, weißt du. Aber mittlerweile kannst du ihr ja vertrauen. Und ihre Liebe zu dir war immer echt, Zülo. Ja. Außerdem, du hast diese Frau geheiratet. Du hast doch recht. Ja, ja, du hast recht. Ich meine, ich kann keine bessere Mutter finden. Ui, die Wäsche. Ach, halt. Das mache ich, das ist viel zu schwer für dich. Ach, ich helfe dir. Ach, mein kleiner Schatz. Bald bin ich deine richtige Mama. Und wer braucht da noch den Papa? Soll der sich doch vergnügen, mit wem er will. Nachher bei Frau Schwarzenberg ab. Ich muss noch zu Mischa die Entwürfe zeigen. Geht klar, mach ich. Viel Spaß in der Schule. Danke, bis dann. Sylo, bevor ich's vergesse. Ich hab mich mal erkundigt, wie das so läuft mit der Adoption und so. Also erstmal muss man zum Notar gehen und einen Antrag stellen. Und dann kommt das Jugendamt und schreibt eine Stellungnahme. Und dann geht das Ganze vor Gericht. Also was den Notar betrifft, da hätte ich schon einen. Entschuldige, ich rede und rede hier und freue mich schon so und weiß gar nicht, ob du das wirklich willst. Nein, das will ich doch auch. Schön. Dann mache ich einen Termin. Also, schönen Tag, Schatz. Dir auch. Was sagst du? Ganz gut. Wie ganz gut? Gefällt's dir nicht? Doch. Sehr. Aber? Nein, es ist wirklich wunderbar. Ich meine, also ganz ehrlich, ganz unter uns, ich hätte mir von dir ein bisschen mehr erwartet. Und in welche Richtung? Naja, einfach schlichter. So ein bisschen stilsicherer, wenn du verstehst, was ich meine. Das Ganze ist ja so verspielt. Ich meine, ich bin zwar schwul, aber ich habe keinen verkitschen Geschmack. Okay, gut. Ja, dann werde ich sie dir umarbeiten. Hm? Ja. Könnte aber ein bisschen dauern. Ich habe im Moment ziemlich viel um die Ohren. Hm. Weißt du, Sylo möchte, dass ich Bruno so schnell wie möglich adoptiere. Auch ein Käffchen? Gern. Tja, ich habe zwar Sylo alle Zeit der Welt gelassen, aber für ihn war die Sache sofort klar. Ist doch schön, oder? Ja, das ist total schön für euch. Naja, und eben deswegen habe ich gerade keine Zeit, aber ich muss schauen, dass ich die ganzen Termine unter einen Hut bringe. Danke. Von mir aus kannst du das Bühnenbild ruhig so lassen, wie es ist. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ganz gut ist für mich nicht gut genug. Unterschätz mich da mal nicht. Ich bin besser, als du denkst. Du hast doch erst heute Nachmittag Unterricht. Könntest du Bruno zu Frau Schwarzenberg bringen? Ja, klar, kann ich machen. Super. Du, was ich dir noch sagen wollte, ich finde es eine gute Idee mit dem Bauernhof. Die Karibik, die läuft uns ja nicht davon. Siehst du, hast du recht. Also, tschüss, mein Schatz, bis tschüss. Später. Bis später. Von mir aus kannst du schwul bleiben. Bei Raul oder vielleicht Mischa? Mischa, wie kommst du jetzt auf Mischa? Du bist immer noch sauer wegen der Hochzeitsreise. Nee. Ich hatte mir das nur so schön vorgestellt, wir drei. Aber irgendwo ganz in der Nähe ist auch toll. Hauptsache, wir sind zusammen. Weißt du was? Ich koche jetzt die Okraschoten und dann machen wir es uns so richtig gemütlich, hm? Weißt du, ich habe gar keinen Hunger. Ich gehe lieber schlafen. Hallo, Raul. Hast du meine SMS bekommen? Würde ich dich sonst zurückrufen? Ich bin gerade auf dem Weg zu Yasemin ins Krankenhaus. Vielleicht kommt sie heute raus. Aha. Ich mach das schon, Schatz. Hallo.
Hallo. Ich mach grad Courgette Le Bamja für dich. Du machst was? Ach, Courgette Le Bamja. Das ist aber lieb von dir, danke. Du hast kalte Hände. Hast du jemanden getroffen? Nein, wen sollte ich denn treffen? Sag mal, könntest du die Möbel für 2 Stunden übernehmen? Kommt drauf an, wann. Tu so gegen die Mittagszeit. Ich muss nämlich mit dem Auto in die Stadt fahren. Sie haben nämlich endlich die 14er Spezialdöbel. Aber um 5 muss ich zum Röntgen, wegen meinem Fuß. Vielleicht kriege ich den Gips ab. Okay. Ja gut, dann rufe ich dich einfach noch mal an und grüß mich Yasemin, ja? Alles klar, ciao. Okay, ciao. So, du sag mal, du...